es regnet und ich laufe gerade zum Fahrrad und ich überlege gerade, ob ich mit dem Fahrrad nach Hause fahren soll. Aber ich bin hier die ganze Zeit am Humpeln und mein Knie tut höllisch weh. Ich suche gerade mein Fahrrad. Okay, ich habe mein Fahrrad hier. Ich kann euch zeigen, wie mein Fahrrad aussieht. Ich wollte gucken, ob mein Fahrrad heile ist, aber ja, zum Glück ist mein Fahrrad heile. Aber ich glaube, ich packe das Fahrrad auf die andere Seite und schieße es dort ab, weil ich kann mein Fahrrad nicht so stehen lassen. Hier werden Fahrräder geklaut. Also ich fahre auf jeden Fall mit dem Bus nach Hause. Ich bin richtig tollpatschig. Und ich werde komplett nass. Ich verstehe nicht, wie ich nur hinfallen konnte, weil schaut euch mal die Räder an. Die sind halt sehr stabil und die haben halt solche Dinger dran. Aber ich glaube, das liegt daran, weil es regnet und man einfach so hinfällt. Ich sehe jetzt richtig schrecklich aus. Echt tolles Wetter. Ich laufe nun zur Bushaltestelle. Ja, kann jetzt ein bisschen länger dauern, weil ich halt nicht so vernünftig laufen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier bin ich richtig schmutzig geworden. Hier könnt ihr meine Schuhe sehen, wie schmutzig die geworden sind. Oh mein Gott, und ich habe die erst vor kurzem gekauft. Habt ihr irgendwelche Tipps, wie ich die wieder sauber bekomme? Ich hoffe, ich bekomme sie wieder sauber. So, ich bin nun bei mir zu Hause und ich kann euch nun in Ruhe erzählen, was genau passiert ist. Also ich wollte heute zu Becky fahren mit dem Zug und ich hatte nicht mehr so viel Zeit und ich war mit dem Fahrrad unterwegs. Ich bin vom Fahrrad gefallen, wahrscheinlich weil ich ein bisschen zu schnell gefahren bin. Aber damit hat man nicht gerechnet, weil mein Fahrrad sozusagen ein Mountainbike ist. Ja, hat man halt nicht so wirklich erwartet. Und so schnell bin ich nun auch nicht wieder gefahren, aber irgendwie bin ich hingefallen. Ich habe halt jetzt eine große Wunde. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass vielleicht irgendwas passiert ist, weil ich bin richtig ausgerutscht und ich bin halt auf den Boden gefallen. Das Fahrrad lag dann irgendwie auf mir, richtig komisch, keine Ahnung, wie ich halt so ausrutschen konnte und wie ich halt so hingefallen bin. Ja, und meine Hände haben auch eine kleine Wunde, also das brennt auf jeden Fall. Ich habe aber schon meine Hände gewaschen, deswegen sieht man das nicht mehr so wirklich. Aber ich müsste meine Hände auch wahrscheinlich desinfizieren. Ich war am Überlegen, ob ich eventuell ins Krankenhaus fahre, beziehungsweise in die Notfallaufnahme, aber die brauchen halt immer so lange. Und deswegen habe ich beschlossen, dass ich das selber mache, also meine Wunde zu desinfizieren und zu säubern. Ich habe halt Angst, dass das mega doll wehtut. Aber ich denke mal, das wird wehtun, weil jetzt schmerzt es schon richtig doll und ich humpel halt. Die Wunde brennt richtig doll. Oh Leute, ich traue mir das gar nicht. Oh mein Gott, das brennt richtig doll. Ich wollte erst zur Apotheke, aber die Apotheke hatte schon zu, weil wir hatten schon 19 Uhr noch was und bei mir haben die Apotheken nur bis 18 Uhr auf. Und deswegen bin ich halt zu Rossmann gegangen und habe dort ein paar Sachen geholt. Ich habe Desinfektionsspray und ein Kühlgel geholt und Verband und so weiter. Ich glaube, ich sollte noch die Wunde trocknen, aber ich denke mal, ich nehme lieber Taschentuch. Ich habe hier auch gar keine Taschentücher. Ich glaube, ich mache das einfach mit dem Handtuch. Aber das Handtuch ist halt richtig hart. Ich tupfe das einfach mit dem Handtuch ab. Achso. Die
Wunde sieht richtig schlimm aus und das tut voll doll weh. Da ist irgendwie noch Stoff und Schmutz dran, aber irgendwie kriege ich das nicht weg, weil das klebt irgendwie an der Wunde. Ich muss 60 Sekunden warten. Ja, und hier haben wir ein Kühlgel und fördert die Wundheilung. Oh mein Gott, das schmerzt so doll. Toll, ich habe auch noch die falsche Seite verwendet. Vom Pflaster. Irgendwie will ich gar nicht mehr mit dem Fahrrad fahren, vor allem wenn es regnet. Falls die Schmerzen doch größer werden, dann gehe ich morgen oder übermorgen in die Notfallaufnahme. Falls ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid, dann bitte ich auf jeden Fall nicht so schnell fahren. Egal ob das Wetter gut ist oder schlecht, es kann mal passieren, dass man hinfällt. Vor allem, war die Straße bei mir halt nicht eben, sondern die ging bergab und ja, da sollte man wirklich aufpassen.